Amansch sehnt sich schon seit langem nach einem Beruf, der ihn mehr fordert. Weil er blind ist und eine Lernbeeinträchtigung hat, arbeitet er in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Matze, bitte. Von eurer Arbeit bitte. Oh. Schalldämmungen sind das. Die lange Seite muss nach unten, das Teil so muss nach oben, das da. Weil so rum ist verkehrt. Und seit wann machen Sie diese Arbeit hier? Seit 2016, 22. Februar, Montag. Zack, ich hab wieder keine mehr. Ja, sechsmal. Danke. Amansch glaubt, dass mehr in ihm steckt und hat sich deshalb beworben. Er will Unidozent werden. Heute finden die Bewerbungsgespräche an der TH Köln statt. Gesucht werden 7 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder Lernschwierigkeiten. Sie sollen 3 Jahre lang zu sogenannten Bildungsfachkräften qualifiziert werden. Anschließend lehren sie selbst zu Themen rund um Inklusion und Behinderung. Menschen haben sich beim Institut für inklusive Bildung NRW beworben. Oh Mann, man hätte nicht gedacht, so viele Konkurrenz. Ich weiß gar nicht, was da vorne gleich mich erwartet wird. Also ich habe schon ein paar, ich habe mich schon vorbereitet, wie viele Chromosomen ein Mensch ohne Behinderung hat und wie viele Chromosomen ein Mensch ohne da drum hat. Aber ich bin schon aufgeregt. Gut, hier bin ich. Prima. Genau, also ich bin die Ruth Wiegering. Meine Aufgabe ist es, diese Ausbildung für die Bildungsfachkräfte zu machen, zu gestalten. Genau, du genau. Bist es. Genau, wer ich bin das. Ruth Wiegering. Ach so, okay. Genau. Müssen wir merken. Ja. Genau, das ist ein wichtiger Name, wenn Sie die Ausbildung machen. Sind Sie im Iran auch geboren? Ja, ja, ja. Also, deswegen spreche ich auch 3 Sprachen. Ah, okay. Persisch, Kurdisch, Deutsch. Wow. Reicht doch. Das Institut für inklusive Bildung will Inklusion im Hochschulbereich voranbringen in Nordrhein-Westfalen. Ja, und dann wäre ich sowas wie auch eine Profession, aber eben ein bisschen andere Art. Genau, Sie sind eine lehrende Hochschullehrerin dann. Ich würde mich auch sehr über einen Platz freuen. Ja, ja, das glaube ich, ja. Jenny arbeitet auch in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch sie hofft, den Sprung an die Hochschule zu schaffen. Ich arbeite in der Mosaikgruppe und unsere Aufträge sind, verschiedene Mosaike zu machen. Zum Beispiel für Jubiläumsgeschenke für ihre Mitarbeiter. Ich finde diese Chance, neue Sachen zu lernen und neue Leute kennenzulernen und eben so einen neuen Entwicklungsschritt zu machen, finde ich super gut. Und dann 9. die Sozialpädagogik studieren, dann was von meinen Lebenserfahrungen zu erzählen und so. Das finde ich immer richtig toll, so anderen Leuten dann was beizubringen. Das finde ich eine richtig gute Idee. Wenn da nicht eine Sache wäre. Bei dem Gedanken, bald vor vielen Menschen sprechen zu müssen, gibt es etwas, das ihr Sorgen bereitet. Ich habe so eine hohe Stimmfarbe. Ich versuche ja meistens tiefer zu reden, aber manchmal, wenn ich aufgeregt, kriege ich das nicht so gut hin. Und warum denken Sie, dass das nicht okay ist, wenn Sie so eine hohe Stimmfarbe haben? Nee, ich finde, das hört sich nicht so gut an und den Leuten wird das auch irgendwann auch anstrengend. Dann versuche ich immer darauf zu achten. Doch erstmal gilt es, im Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Ja, das muss, kann man auch ein bisschen auf Sicht fahren, ne? Und peu à peu. Ja, und das mit dem Urlaub, das macht man, wenn es zu weit ist. Und genau, da kommen wir drauf. Ja, ich habe sowieso schon Urlaub gebucht, also. Ach so, okay. Ja, das, dann haben Sie es geschafft. Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, über das, dass Sie mich beim Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Das ist gut, super. Das freut uns. Also den Eindruck machen Sie auch. Wir haben das doch gut gemacht. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich denke so, Mann, bin ich gut gewesen. So bei Supertalent oder bei Superstars, da machen die ja auch, wer weiterkommt und wer nicht weiterkommt. So hat mir das meine Betreuerin erklärt. Ich bin jetzt sowas wie Recall. Und dann, das nächste wäre dann
wie Live-Shows oder sowas ähnliches. Ich finde richtig ätzend, dass die Leute nicht mich aussprechen lassen oder mir nicht zu hören. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mir mehr Zeit lassen, etwas zu sagen. Ja, sie sind ein Perfektionist, das soll auch richtig sein. Ne? Ja. Wir wussten wohl, was sie meinten, aber so ist es jetzt richtig korrekt. Schön. Super. Ja. Die BewerberInnen kommen aus ganz NRW. Für viele ist es die große Chance, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ich lebe damit ja jetzt schon 28 Jahre mit dem Handicap und dadurch habe ich ja auch viele Höhen und Tiefen erlebt, die Menschen ohne Handicap jetzt so vielleicht nicht erlebt haben. Und die kann ich dadurch natürlich auch gut spiegeln, sofern es gewünscht oder gefragt ist. Auch Florian glaubt, dass er anspruchsvolleren Tätigkeiten gewachsen ist. Er bemüht sich schon seit einiger Zeit um einen Job außerhalb der Werkstatt. Okay. Bisher hat es noch nicht geklappt. Ich habe eine Lernbehinderung, das heißt, ich brauche länger, um mir Sachen einzuprägen. Was darauf zurückzuführen ist, dass durch den Sauerstoffmangel, den ich bei der Geburt erlitten habe, im Gehirnteil abgestorben bin. Ich fühle mich so nicht Fisch, nicht Fleisch. Damit möchte ich eigentlich, oder damit will ich zum Ausdruck bringen, ich fühle mich nicht wirklich zu den Behinderten oder zu den Menschen mit Handicap wirklich zugehörig. Aber in der Welt der vermeintlich Normalen oder Menschen ohne Behinderung ist es halt auch schwer für mich, den Anschluss zu finden. Aber ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte nicht stehen bleiben. Ich möchte nicht in 10 Jahren mit 38 Jahren noch den Stand eines 28-Jährigen rückblickend haben. Und da ich noch in dem Alter bin, wo man lernen kann, lernen möchte, so wie ich, habe ich einfach gedacht, ich gucke einfach, was mir die Welt da draußen bietet. Wenn alles klappt, wird Florian bald an der Hochschule lehren. Wird schon schief gehen. Ja. Darf nichts schief gehen? Nö. Ich bin entspannt. Hallo. Tut mir leid, dass ich ein bisschen warten muss. Kein Problem. Alles gut. Ich hab Zeit mitgebracht. Das Problem war bei mir, ich hatte eine Sauerstoffunterversorgung. Und dadurch ist dann, haben die 6 Stunden gebraucht, die Beatmungsmaschinen einzustellen. Und da habe ich dann den Knick in der Optik bekommen, wie ich immer so schön sage. Aber die Behinderung ist für mich kein Hindernis. Er wirkt super unauffällig. Jeder, der mit ihm spricht, fragt ja, wieso, was hast du denn für eine geistige Behinderung? Das war natürlich jetzt in Verbindung mit dem Bewerbungsgespräch auch immer die Frage, weil das so nach außen zuerst mal nicht auffällt. Trotzdem hat er keinen klassischen Schulabschluss. Damit steht ihm keinerlei Möglichkeit einer normalen Berufsausbildung zur Verfügung. Das ist die Chance für ihn, aus der Werkstatt rauszukommen und auch das zu machen, was ihm Spaß macht. Und was er wirklich kann. Er kann kommunizieren, er hat eine tolle Allgemeinbildung. Und viel Geduld mit Nichtbehinderten. Ne? Und viel Geduld mit Nichtbehinderten. Ich komme in einem Stück wieder, also alles gut. Ist gut gegangen? Ja, doch, alles gut. Es ist eine sehr große Chance auf einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Wenn ich die Chance nicht nutze, wäre es schön blöd. Ich kenne euch beide da oben. Ja, nein, nur das Beste. Ja, denke ich. Nun heißt es für alle, abwarten, ob sie genommen werden. Florian lebt in einer eigenen Wohnung. Im selben Haus wohnt auch seine Mutter. Weißt du noch, dass früher gesagt wurde, dass du wahrscheinlich nie mal laufen lernen wirst? Kennst du die Bilder eigentlich alle? Alle nicht, aber... Das war in Lippstadt, kurz nachdem die Beatmung, du wurdest ja da mehrere Tage künstlich beatmet, genau, ja. Maschinell beatmet. Und da ging es dann so langsam bergauf. Ja. Der Sauerstoffmangel bei der Geburt und dessen Folgen sind für die Eltern ein Schock. Ich glaube, das war wahnsinnig schwer für seinen Vater, das so zu akzeptieren, dass Florian so
ist, wie er ist oder zu der Zeit war, wie er war. Ich denke, man hätte sich wahrscheinlich immer einen Sohn gewünscht, mit dem er irgendwie alles machen kann, Fußball spielen, keine Ahnung, Inliner fahren. Und das war halt mit Florian so in dem Alter nicht möglich. Und ja. Wie war das für Sie als Mutter? Schlimm. Ja, ich fand es sehr schlimm, weil, ich habe gesagt, es ist ja nun mal der Sohn und ist ja egal, wie er ist. Also ist er das Kind, egal, ob er ein Handicap hat oder nicht. Aber deswegen ist trotzdem mein Sohn und ich liebe ihn so, wie er ist. Also, ja. Ja, aber also das kann man gar nicht, wenn man Bilder sieht oder wenn man so seinen ganzen Werdegang bis jetzt so sich vor Augen führt, dann, das ist schon Wahnsinn, was er gemacht hat aus seinem Leben. Für mich ist es halt nur schwer, weil ich sehe, dass so ein Fehler so viel so einen Unterschied dann irgendwann macht. Na, nicht gut. Das ist echt nur, ist gut. Wenn ich das jetzt wieder so Revue passieren lasse, das ist echt nur dann. Dafür hast du das doch alles toll gemacht, Flo. Das ist nur so ein paar Minuten waren die das. Ja. Die so vieles im Leben verändern. Nur ein paar Minuten. Eine Woche später steht fest, wer für die Qualifizierung an der Technischen Hochschule Köln ausgesucht wurde. Hallo, Herr Ossi. Wir sind sehr begeistert gewesen von Ihnen. Sie sehen glücklich aus. Ja, und deswegen möchte ich dir nämlich sagen, dass wir dich sehr gerne bei uns dabei hätten. Will ich auch. Ja? Ja, will ich. So. Das freut mich. Außer ein kleines Gefängnis befreit. Ja? Weil ich wollte schon lange aus der Werkstatt raus. Ja, dann ist das jetzt der Moment, ne? Das ist Papa. Herzlichen Glückwunsch. Aua, danke. Aua. Ja. Willkommen. Hallo. Er ist so froh, dass einmal wird anerkannt und dann, ja, seit ein, zwei Monaten sagt er immer, ich bin der erste Student in eurer Familie. Und ich habe immer gesagt, ich drücke Daumen, dass einmal das wahr wird, inshallah. Und dann hat es geklappt. Ja, ja. Darf ich reinkommen? Ja. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir alle von Ihnen total begeistert waren und wir glauben, dass Sie das totale Zeug haben zur Bildungsfachkraft und wir Sie deswegen sehr gerne bei uns dabei hätten. Ich habe einen Ausbildungsplatz? Ja. Ey, das ist ja meine. Das neue Leben beginnt. Wunderbar, Sie lachen schön, das ist klar, wenn man sich auf was freut. Genau. Hier ist der Verrückteste? Ja! Normalerweise sieht man das im Fernsehen, wie die ganzen Stars Blitzlichtgewitter um dich rum haben. Und ich fühle mich nicht als Star. Ich sehe mich als jemand, der eine Chance bekommen hat, einen Arbeitsplatz fernab der Werkstatt zu haben. Ja. Okay. Diese sieben Menschen werden nun die nächsten 3 Jahre miteinander verbringen. Ihr seid spitze, Dankeschön. In Folge 2, die Ausbildung beginnt. Alles ist neu und nicht immer einfach. Werden wir sowas auch mal machen? Nee, oder? Florian und Fabian verstehen sich auf Anhieb. Aber ich habe dann oft so gedacht, bin ich schuld gewesen? War ich zu falsch? Marie fordert der neue Beruf sehr heraus. Kann die Gruppe sie auffangen? Das schaffst du, das hast du so super gemacht.